Ja, Hallöchen, meine Lieben, und willkommen zu einem neuen kleinen Mini-Let's Play, mal so zwischendrin reingeschoben vor Raccoon, weil ich gar nicht so richtig Bock habe, Raccoon aufzunehmen. Und zwar, ich habe keine Ahnung, wie das es läuft, aber ich weiß nicht, ob ihr diese Spiele kennt, aber es gibt ja seit ein paar Jahren diese Spiele, die grafisch aussehen wie PS1-Spiele. Und das meistens Horrorspiele sind. Es gibt da draußen auf itch.io ein paar Projekte, die nennen sich Haunted PS1 Demo Disc. Das ist eine Sammlung von Codespielen, die meistens eher so Horror-Games sind und die halt diesen alten PS1 Look haben. Ich mache mal eben ganz kurz eine Bildschirmaufnahme an, damit ihr was seht. Genau. Und was ganz seltsam ist, was ich gerade mit dieser Datei oder mit diesem Ordner hatte, mit dieser ZIP-Datei, ich habe mir die fertig runtergeladen gehabt, wollte den gerade entpacken und dann hat auf einmal angefangen, ich weiß nicht mehr, ob es meine Maus war oder meine Tastatur war. Ich glaube, das ist rückblickend eher meine Tastatur rumzuspinnen und hat immer wieder diesen Ordner geöffnet. Und zwar in schneller Abfolge. Quasi wie als würde man Enter drücken, ganz oft nacheinander. Das Ding ist aber, das kann eigentlich durch eine ZIP-Datei nicht ausgelöst werden unbedingt. Und Norton hat sich auch gar nicht gemeldet. Ich habe ja Norton. Und ich habe jetzt einfach mal ein paar Sachen hingeschlossen, die ich auf hatte. Es kann sein, dass irgendwelche Programme sich irgendwie miteinander getankt haben und dann irgendwie, oder auch, dass meine Tastatur ein bisschen durchdreht, weil nämlich auch einfach die Enter-Taste schon sehr gelitten hat. Man merkt einfach auch, die hängt teilweise halt auch. Und deswegen könnte es sein, dass einfach die Enter-Taste gegangen hat und vielleicht deswegen rumgesponnen hat. Ich hatte halt auch das Problem hier in Total Commander und da hat er dann halt quasi, ja, das ist nicht registriert hier, quasi einfach ganz schnell zwischen den Ordnern gewechselt. Und was, Alter, ja, du konntest halt nichts nutzen. Das war halt komischer, es war halt einfach irgendwie, ne, als, genau. So, und ich würde einfach mal sagen, wir fangen einfach mal an. Ich habe keine Ahnung, wie ich das Ganze hier aufnehmen muss, deswegen wir gucken einfach mal. Wir öffnen das Ganze mal und, ja, fängt schon mal gut an. Spielaufnahme. Oder was? Ah ja, okay. Jetzt seht ihr wenigstens was. So. Sehr gut. Alles klar, dann würde ich mal sagen, es geht los. Ich mache noch mal eben ganz kurz das Licht aus. Und ihr seht, das Ganze ist auch schon so aufgebaut wie diese typischen alten PS1 Demo-Discs. Deswegen heißt das Ding ja auch so. Wir können hier, ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Ach, wir können hier mit den Pfeiltasten zwischen den Spielen wechseln. Ich weiß es nicht mehr genau, wie viele es waren. Aber es waren auf jeden Fall ein paar Spiele. Es waren irgendwie, kann ich mal eben kurz auf die Webseite gehen. Wenn du mich lässt, wenn ich wieder alles herumspinnt. Das war echt schon ein bisschen sehr gruselig. Das ist ein Projekt von 2020. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 Spiele sind das. Ich werde das wahrscheinlich als ein einzelnes Projekt machen und nicht jedes Spiel einzeln, weil, ja. Wir gucken einfach mal. Wir fangen einfach mal an mit Orange County. Ich habe keine Ahnung, was das wird, aber wir schauen einfach mal. Orange County, Credits Follow Playback Description. Wollen wir uns eine Description anschauen? Elend Children, der keine Ahnung. Der Beige, ich habe keine Ahnung, was das ist. Middle Class Housing, der Beige.
Springgrass, the beige. The skateboard feels like the only real thing in this place. Okay, wir spielen einfach mal. Und dann startet er ein Unity-Spiel. Das ist, machen wir das Ganze mal anders. Wir machen einfach eine Bestandaufnahme. Scheiß drauf. Orange County. So, mal hier komplett dunkel, soweit es geht. Draußen ist immer noch ein bisschen hell, aber egal. Orange County Trial Version. Wir gucken einfach mal, was hier das Ganze wird. Ich habe keine Ahnung, wie gut die Spiele werden. Wir schauen einfach mal. Controls. Move, WSAD, Look, Mouse, Use, Click, Walk, Skate, Shift, Jump, Space, Grind, Hold, Space. Okay. Enter. Also, wir fliegen hier irgendwelche Fliegen durch die Gegend. Ganz super. So. Toggle, Skate, Shift. Okay. Break S. Google Walk Shift. Okay. Ollie Space. Oh, das war nicht so gut. Achso, quasi so springen, ne? Verstehe. Okay, ja, das ist halt wirklich so wie diese alten PS1-Spiele, außer dass hier irgendwie die Tastatur komplett am Abspacken ist. Ich glaube, das soll nicht so sein. Ja. Wir gucken einfach mal, was hier auf uns zukommt. Ich habe absolut keine Ahnung. Gucken wir mal. Ist auf jeden Fall ein Brunnen. Reinholz. Achso, wir können auch wirklich. Oh, das war falsch. Auf jeden Fall. Mal. Ja gut, ich glaube auf dem Brunnen hier kann man nicht runden. Das. Das ist wohl. Ist das Polizei oder was? Oder? Ja, du sollst da drauf bleiben, irgendwie egal. Na gut. Und wir gucken uns einfach die Spiele mal an. Ja gut, ich falle wahrscheinlich immer wieder bei den Abständen vom Skateboard, so wie es aussieht. Ich habe absolut keine Ahnung, was wir hier machen müssen, wo und so. Wir gucken uns einfach das Spiel mal an. Mal schauen, was das hier so wird. Das ist bisher ist nicht so mega spannend, muss ich zugeben. Aber vielleicht wird das noch. Und auf jeden Fall ganz schön viele Hecken hier. Oh, Heck! Ich weiß, ich bin sehr lustig. Ist das Rauschen? Hört ihr das Rauschen auch gerade? Wird es immer lauter irgendwie gerade? Ja, ich glaube, das wird immer lauter. Gefühlt zumindest. Da kommt bestimmt bald ein Jumpscare oder so. Okay. So, glaube ich, der Map brennt. Oh, was? Warte mal, irgendwie. Das Licht wird immer enger, oder täusche ich mich das? Weil ich mir da schon ein bisschen minimal gruselig, aber nicht so krass. Ich habe jetzt auch keine Ahnung, was ich jetzt hier gerade tun soll, ehrlich gesagt. Was ist das ja die ganze Zeit rauschen habe ich hier? Tastatur, Textur fleckern.
Dementsprechend. Oder sah das irgendwie Regen oder so da schon? Es regnet gerade, ich sehe es einfach noch nicht. Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ich hoffe, das ist nicht so laut, aber es scheint doch eher einigermaßen okay zu sein. Ich verstehe bloß nicht so ganz, wie das Quanten funktioniert und wo ich quanten kann. Und auf diesen runden Dingern auf jeden Fall nicht. Funktioniert null. Sag mal, wird irgendjemand, sehe ich euch gerade so ein bisschen ganz strange? Irgendwie aus, als würde das gerade so alles so sehr, sehr, sehr in sehr beschissener Framerate wiedergegeben werden. Das ist eine Vending-Maschine oder so. Okay. Also irgendwie da alles relativ normal. Warum fällst du eigentlich immer runter, wenn ich hier? Das ist irgendwie ein bisschen strange. Moment, was sind das für eine. Warte. Hat das auch so eine Vending-Maschine oder was? Okay. Kann das sein, dass du irgendwie mit der Zeit immer mehr wahnsinnig werden oder so? Ich habe keine Ahnung, was das soll, das Spiel. Ich nehme dich rein. Boah, Wasser. Aua, Wasser. Eventuell darf ich auch Wasser nicht berühren. Moin. Draußen hupt gerade eben halt die Klappe. Ich verstehe diese Spiele nicht, muss ich zugeben. Bisher, das wirkt mir irgendwie bisher sehr experimentell. Ich weiß nicht so ganz, was ich hier soll. Muss ich zugeben. Kann ich das schon benutzen? Nee. Da habe ich schon bessere PS1 oder PS1-like Spiele gesehen. Muss ich zugeben. Man macht die halt auch einfach nichts gefühlt. Außer zum Map-Rand zu laufen, weil man dumm ist. No! No, was? Bin ich gerade überfahren worden oder was? Okay, das, das war Orange County, würde ich mal sagen. Das war irgendwie nicht so krass, würde ich mal sagen. Dann, keine Ahnung, spielen wir mal Dread Delusion. Und gucken mal, was das ist. In the Clockwork God Realm, where state-approved magic is regulated by machines, the dark corruption is taking hold. A small-scale open-world RPG. Okay. Das klingt schon mal gar nicht so schlecht. Ups, warum habe ich das ist aus dem Doppel gestartet? Gut. Also das sind quasi, also es ist quasi ein Hauptmenü und daraus startest du dann die Spiele. Okay. Ultra Display One Right. Weiß ich nicht. Nee, doch, Display One ist es. Gut. Red Delusion. Ja, guck mal. This is a time demo for the exit visit. Aha.
Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt rausbekommen ist bisher. Aber naja. So. Okay. Interessant. Gut. Nicht irgendwie, gibt es irgendwie eine Steuerung oder so? Das Geschäft ist auf jeden Fall rennen. Das ist ein Skelett, das da irgendwie irgendwas schreibt oder so. Story. You stand before an avatar of the clockwork god. It makes abysmal sounds as it connects to the network of machines and magic spread throughout the city. You shift uneasily while you wait. We have no idea why you are here. Being called before an avatar in person is very a good thing. Okay, ist das jetzt irgendwie so eine Art Baldur's Gate in First Person oder was? Okay. The mechanical anatomy shudders and grinds for some time, sputtering oil and steam. Abruptly it stops. Just as you wonder if it's broken, a feather stylus pops out and writes in large angular letters. You are subject number römisch irgendwas. Kann ich hier gerade mal googeln. Ich weiß es nämlich nicht auswendig. Römische Zahlen. Also, das ist C ist 100, X ist 10, das weiß ich, L ist 50. 100, 162, kann das sein? Dann die Dezimalzahlen. C, X, L, I, I. 142. Ich glaube, nee, ich habe nicht. Ach so, weil hier, glaube ich, gerade subtrahiert wird, ne? Glaube ich, oder so. Ich habe es in der Schule gelernt, ich weiß absolut gar nicht mehr. Wir sind Subject Nummer 142. Okay, wir confirmen einfach mal. Subject Number 142. Your data requires amending. State your location. You clear your throat. Petty Enforcer. You root out corrupt citizens in the city, often by force, requires physical brawn. Scribe. You have a literacy permit to fabricate random byte propaganda, requires mental writ. Okay, wir können uns jetzt anscheinend entscheiden, ob wir jetzt eher Kämpfer sein wollen oder eher. Keine Ahnung, ein Face-Character oder so. Ich bin meistens eigentlich eher so die Kämpfer. Ah, und da ist mein Mic jetzt gestiegen. You explain how you patrol the streets each day, scouring information, banging on doors and rooting out those tainted with the corruption. It is not an easy job. Nobody wants to give up their loved ones, not when they know what the divine order will do with them. They have done terrible things to keep the sacred city safe. The machine writes, data amended. You have gained a delusion of might. Okay. Subject number 142. We have been selected for the sacramental duty. Your heart lurches as you read the quickly drying ink. You do not know what the sacramental duty is, only that those who are chosen never return. Okay. The sacramental duty is as follows: to find the source of the realm's pestilence, which purifies the soul and makes rotten the harvest, and to forever bring an end to this corruption. Failure will result in death by incineration. Chances of success are calculating none. Ja, super. May the blessing of the